Hallo, da sind wir wieder. Willkommen zurück zu einer Aufnahmesession von Pillars of Eternity. Wir wollten hier mal mit den ganzen Leuten sprechen. Am besten beginnt mit Rotuk. Das himmlische Bäumchen. Meint ihr damit, dass dieses Teil über sich selber... Hallo? Kann man nicht mal kurz... Willst du hoch? Ich ziehe. Okay. Aber Worte sind leer, wenn sie nicht durch Kraft unterstützt werden. Gut. Also dementsprechend... Ach, das ist die Plattform, über die man hier irgendwie hochzieht. Ich verstehe. Gut. Und wo kann man hier hoch? Wir kommen zum himmlischen Bäumchen. Ah. Aber ich glaube, wir wollten gar nicht erstmal ins himmlische Bäumchen. Wir wollten erstmal zum Bezirk Ulmenkamp oder Altlied oder irgendwas in der Richtung. Da muss ich ganz kurz mal nachschauen, wo wir gerade sind. Der flüchtige Mörder. Taos hat den Duke und Fürstin Webb getötet und Trutzbucht ins Chaos gestürzt. Fürstin Webb sah aber, wohin er als nächstes gehen würde, in die Stadt Zwillingsulmen. Dorthin muss ich reisen, um ihn einzuholen. Sprich in Tyre Evron in Ulmenkamp mit dem Delemgan. Anamenfat Betville hat mir Zugang zu den Bezirken Altlied und Ulmenkamp gewährt. Sie schlug vor, dass ich mit den Delemgan-Schwestern in Ulmenkamp spreche, in der Nähe eines Ortes namens Tyre Evron. Das kann ich tun. Möchte aber gerade mal direkt nochmal gucken, was ich noch für meine Gefährtinnen und Gefährten so noch an persönlichen Quests in Ulmen, in Zwillingsulmen zu erfüllen habe. Vielleicht kann man ein bisschen was kombinieren. Rida ist mir gerade egal, weil der sozusagen nicht in unserem Team ist. Hirabias, Moment. Hirabias ist nicht unser Team. Rida, ein Glan Fantana eines prestigeträchtigen Stammes, möchte wissen, was mit seinem Bruder Fjorm, einem bekannten Jäger, während der Blutjagd geschehen ist. Achso, das haben wir hier bekommen, okay. Wollte gerade sagen, wer ist Rida? Die zusammen mit Artwin einen weiteren Jäger in die Wälder der Nordlandschaft geführt hat. Artwin behauptet, dass Fjorm aus Schande einen riesigen Stellgar bei einer Blutjagd nicht töten zu können, selbst ins Exil gegangen sei. Rida glaubt, dass Artwin, ein Angehöriger eines niederen Stammes, zu seinem eigenen Vorteil lügt. Fjorm und Artwin reisten zusammen über den Gebirgspass des Bezirks Altlied hinaus und begaben sich in die Nordlandschaft auf eine Blutjagd. Also das fällt schon mal nach Altlied so ein bisschen. Rida vermutet, dass in diesem Wald Hinweise auf das Schicksal seines Bruders zu finden sind. Rida erwähnte, dass Artwin ohne Fjorm nach Zwillingsulm zurückgekehrt war. Vielleicht kann ich Artwin in der Nähe der Kriegerhalle von Ulmenkamp finden und ein paar Antworten bekommen. Das kann durchaus sein. Die Kriegerhalle von Ulmenkamp oder Kamp oder Kamm oder wie auch immer. Wir befinden uns gerade die Passage der 6. Kriegerhalle. Ah, ist ein anderer Bezirk. Okay, ich verstehe. Ich würde mich jetzt gerne erstmal in der Ortschaft selber bleiben. Bevor ich mich in irgendeinen Gebirgspass wieder in den Norden begebe. Deswegen stelle ich das mal ganz hintan. Herr der Gestalten wäre Hiravias. Das ist mir gerade egal. Traum und Erinnerung. Die trauernde Mutter ist auch gerade nicht hier. Aber man muss sich dafür vielleicht nach Zwillingsulmen. Als die trauernde Mutter zum ersten Mal unterwegs traf, erfuhr ich einen Traum? Oder war es eine Erinnerung an die Geburt eines Kindes? Obwohl, ganz ehrlich, wir brechen kurz mal ab bei der trauernden Mutter, weil die ist gerade nicht hier, deswegen lesen wir erstmal gerade nicht durch. Belagerung von Crackhold, das ist gerade nicht das Richtige. Weit weg von zu Hause. Nein, das war nicht das. Das war immer noch das, den Quest, den ich nicht erfüllen werde und immer noch 40 Mal angezeigt wird. Sagani ist auch gerade nicht hier. Voilà. Reise sucht den Adra-Bogen im Wald. Den Adra-Bogen haben wir doch schon gefunden, fällt mir gerade so auf. Aber ohne Sagani. Deswegen lassen wir das erstmal kurz sein. Der Meister in der Tiefe, da müssen wir noch ein bisschen weitermachen. Beziehungsweise müssen wir unsere Mechanikwert noch etwas erhöhen. Das Rad der Zeit. Das ist der Mauerkana Ruas im Nordhafen Rauertal. La la la. Da müssen wir, glaube ich, noch tiefer in die endlosen Pfade eindringen. Die Prüfung von Durance. Müssen wir hier vielleicht nach Zwillingsulm, oder? Ist eigentlich überhaupt jemand in Zwillingsulm gerade? Also muss ich irgendwas in Zwillingsulm noch machen? Wir müssen noch weiter mit ihm sprechen. Okay, also nichts mit persönlichen Quests gerade scheinbar. Also zumindest nicht mit den gegenwärtigen Begleitern. Kopfgeld der Bewohner, das ist nicht in Zwillingsulm. Katz und Maus. Ich sagte, Nürfre, wo Medev auf sie wartet. Ah ja, das war eine andere Ortschaft. Die Klinge der endlosen Pfade. Da müssen wir noch was suchen, was wir irgendwie offenbar verpasst haben. Gut, da haben wir gleich mal so viel zu tun. Dann gehen wir einfach mal so nach Altlied. Weil dort zumindest die Hauptquest weitergeht. Machen wir doch erstmal das, ist doch kein Problem. Äh.
Ich muss gerade gucken, wo ich hier noch irgendwie sinnvoll langlaufen kann. Also richtig gut in der Ortschaft kenne ich mich gerade noch nicht so aus. Dafür bin ich erst zu kurz hier. Wir haben ja hauptsächlich erstmal das Einverständnis oder eine der Führerinnen der 6 Stämme da bekommen, um auch 2 andere Bezirke noch aufsuchen zu dürfen. Und wie soll ein Mordfall aufklären oder beziehungsweise ein Verschwinden aufklären? Gehen wir also mal hier nach Altlied. Ja, warum nicht? Mal schauen, was wir hier finden. Ich muss übrigens auch noch mal den Alot mir genauer anschauen, weil dessen Zauber habe ich offenbar ziemlich verändert durch den Verkauf von irgendwelchen Büchern. Und die muss ich mir noch mal genauer anschauen, weil diese geile Mauer, diese Schutzmauer, die ich einmal sinnvoll einsetzen konnte bisher, würde ich gern öfter haben, weil die war ziemlich cool. Sprechen wir erstmal trotzdem mit Urvar. Hail, Estremor. Eine Orlanerin blickt in den Himmel, offenbar tief in die Gedanken versunken. Gelegentlich pafft sie an einer Holzpfeife und pustet perfekte Rauchringe aus. Sie wischt sich mit dem Handrücken die Lippen ab, ihre Zähne ungleich und spitz, sind rot gefärbt. Ich sehe nicht oft Estramorn. Sie pickt die Reste einer ockerfarbenen Wurzel aus ihren Zähnen. Und glaube mir, ich sehe viele Dinge. Vielleicht willst du sie auch sehen, ja? Sie deutet hinter sich auf verschiedene Pflanzen, Wurzeln und Fiolen, die auf dem Teppich liegen. Ja, was hast du denn anzubieten, außer Drogen? Ich zeige dir gern, was ich habe. Trank der Eisenhaut, Trank der Macht, das ist noch alles Drogen. Schriftrolle des Mahlstroms, ist das Zauber oder ist das irgendein Rezept? Naja, ich will ganz rechts klicken, Entschuldigung. Ja, das ist tatsächlich ein Zauber. Natürlich hast du hier diverse Drogen, Schneekappe, Zweef, verbrannte Dame, okay. Ja, möchte aber alles gar nicht haben, deswegen ist mir das gerade egal. Wie sieht das Viertel allgemein aus? Ah ja, wir haben hier so einen zentralen Kreis. Es ist echt schön geraten hier. Hier kann man wahrscheinlich raus nach Ulmekap, Hylias Schrein. Durchgang nach Altlied. Durchgang Altlied? Okay. Mittagsfrost, was immer das bedeuten mag. Galawains Schlund. Hier geht es zurück nach Herdlied, wie auch schon hier scheinbar, ja. Und hier geht es zur Grabinsel. Da geben wir einfach einen schönen Bogen. Das heißt es ja, die Hohe Ovatin steht nur noch selten im Schatten von Ulmekap. Kann ich mit dir sprechen? Weniger gesprochen, weniger bereuen. Okay. Da pflücken wir noch ein bisschen verbrannte Dame, die wir eben für, ich glaube, 75 Kupfermünzen hätten. Oh, kaufen können. Was geht denn hier bitte ab? Soll das der richtige Weg sein, da uns da als Geister den Weg säumen? Der Stein ist mit Spuren uralter Meißel vernarbt und Moos bedeckt. Das rauszoomen? Okay. Den Blutmoos nehmen wir noch mit. Was ist hier? Ein dunkler Weg wird von massiven Eisenstangen versperrt. Sie bewegen sich keinen Millimeter und es scheint auch keinen Mechanismus zu geben, um sie von außen hochzuziehen. Fragen wir nochmal die beiden Herrschaften hier. Ach ja? Wovon sprichst du denn gerade? Zwei Waldelfen, ein Mann und eine Frau, tragen bunte Roben, die mit dem gleichen Emblem versehen sind, einem geflügelten Ei. Von ihrer Kleidung abgesehen könnten sie doch unterschiedlicher nicht sein. Sie verschränkt die Arme und blickt ununterbrochen zornig auf die zerstörten Wände um sie herum. Er hingegen murmelt Gebete, sein schattiges Gesicht so ruhig wie ein wolkenloser Himmel. Just how are we supposed to worship the Sky Mother from among the weeds, hm? This is a disgrace. Calm yourself. We should be grateful that she protected us from the Winged Terror. Besides, even here we have a visitor. Was ist das für ein geflügelter Schrecken, von dem du sprichst? A dragon. Oh. One that has taken up residence in the nest, the true temple of Helia, and slain many of her faithful. And one which Anuin has been in favor of killing from the beginning. But no, you advised caution. Now word spread that the dragon ate a few of our followers, and anyone willing to slay it wants an Anumphos ransom for the job. I told you, a larger party wouldn't stand a chance. By the time the first half reached the top of the mountain, the second half would still be stuck in the pass. It'd be burned alive. Contrary to Anuin's suggestion, I am in favor of sending someone to kill the dragon. But I suggest a smaller party, and one willing to seek Helia's blessing. Tja, und schon ruhen seine Augen auf mir. Natürlich tun sie das, du alter Schelmerich. Ich könnte diesen Drachen erlegen. Nee, weißt du was? Ich weiche einfach mal aus. Ja, ich möchte etwas anderes fragen.
Nur zu. Auch die Sprache ist unsere Göttin heilig. Möchtest du noch etwas über etwas anderes sprechen? Ja, ist dies hier der Hylia-Tempel? Sieht nicht sehr pompös aus, muss ich leider sagen. You hear this, Wag? Relax, Anuin. I'm sure he meant nothing by it. Forgive my consort. She's been rather excitable of late. This is not, as you seem to recognize, our actual temple. It's merely a shrine we've set up after the business with the dragon. Excitable? Of course I'm excitable. I'm livid, and you should be too, Kozvath. There's a dragon in our goddess's sanctuary. If you'd listened to me in the first place, we could have called on the fangs and sent them after the beast. But no, you advised caution. Now word spread that the dragon ate a few of our followers, and anyone willing to slay it wants an Anumphos ransom for the job. Naja, es ist immerhin ein Drache, das muss man mal klar sagen. I told you, a larger party wouldn't stand a chance. By the time the first half reached the top of the mountain, the second half would still be stuck in the pass. Das hatten wir eben schon. Contrary to Anuin's suggestion, I am in favor of sending someone to kill the dragon. But I suggest a smaller party. Ja, viel Glück dabei. Ich gehe dann mal, nicht wahr? Nein, ich könnte den Drache erlegen, tatsächlich. Ich habe ja schon einige getötet. You could. What she means is that this is no mere Drake, but a fully grown dragon. And one that has willingly moved into a populated area. You'll want every advantage at your disposal, including the blessing of the Sky Mother herself. I would suggest that you petition her directly at Ter Evron. Entschuldigung, wenn du es nicht bereits getan hast, wollte er gerade sagen. Sie deutet auf einen Pfad zu ihrer Rechten, der nach Norden und einem Berg hinauf führt. Du musst diesem Pfad folgen. Du wirst die Nordlandschaft durchqueren, doch der Weg den Berg hinauf führt von dort aus weiter. Er liegt neben einem der großen Kreise, welche die Erbauer errichtet haben. Dann sollte ich beginnen. Das ist das Nest über den Wolken. Das heißt, wir müssen tatsächlich da irgendwie hochgehen, oder was? Oder, nee, mal hier nicht rein. Okay, ebenfalls durch den nördlichen Pfade. Das weiß ich nicht, ob ich das irgendwie möchte gerade. Aber hier geht es wahrscheinlich durch. Dennoch, ich bin gerade ein bisschen da dran, gehe ich erstmal noch etwas im Bezirk hier spazieren, weil ich ansonsten die Hälfte wahrscheinlich verpassen würde. Was haben wir denn hier? Oh ja. Das scheint mir hier richtig zu sein. Oder außerordentlich falsch. Ich weiß noch nicht genau. Nehmen wir jetzt ein bisschen Zwef mit oder was das ist. Oder Schneekappe. Schneekappe. Dietriche. Können wir noch was Cooles entdecken? Die Antwort ist nein. Übrigens bin ich der Katze gerade überdrüssig geworden. Einfach weil ich sie gesehen habe und sie mich jetzt schon zu langweilen beginnt. Ich nehme eine andere Katze. Ich möchte eine weiße Katze. Glückskatze? Schwarz-weiße Katze. Nein, keine Kompromisse mit schwarz-weißen Katzen. Ich möchte eine weiße Katze, die mir Glück bringt. Los, weiße Katze. Bring mir Glück. Das Eis wächst weiter, wie giftiger Schimmel auf einem Baum. Oder einfach wie Eis. Unsere Gastfreundschaft wurde von den Bleichelfen aufgezehrt. Die Anamphata müssen handeln. Noch eine Jahreszeit bis zu ihrem nächsten Rat, mindestens. Worum geht's? Selbst die Zungen der Steindornen sind lebendiger als die deine. Ach, wie schön. Gut. Hier ist Galaweins Schlund. Das sind alles nett klingende Namen hier. Ich möchte eigentlich die ganze Zeit hier bleiben. Reißzähne Verstandesjäger. Kanalisiere die Gedanken des Feindes und befehlige so seinen Geist. Verstehst du? Nein. Ein Verstandsjäger kann man nicht belügen. Aber spiele zumindest ein wenig mit, ja? Na gut. Hier kann man offenbar auf die Grabinsel fahren, wenn man das möchte. Hier ist Delem. Endlich ein Gesprächspartner. Hallo, Delem. Niemand, den ich erfreuen kann. Keine Massen, die ich inspirieren kann. Keine Küsse von pelzigen Jungfrauen wie das Feuer meines, weiß ich nicht. Ach, was würde ich darum geben, dass die alten Zeiten wiederkommen? What brings you here? Also gegrüßt, Estramon. Zwitschert der Orlaner seine Stimme ein Singsang. Ich bin als Delem bekannt, Sänger von Altlied. Ich hoffe, du genießt die Schönheit dieses heiligen Ortes. Bist du der örtliche Bade? Ich singe, um die Besucher von Altlied zu erfreuen, aber es kommt kaum mehr jemand. Der kalte Wind aus dem Tempel Rumgranz vertreibt die Leute. Nun singe ich, aber niemand lauscht mir mehr. Meine Musik ist ohne Zweck.
Aber ich kenne eine Lösung. Ich weiß, wie ich meine Lieder warm und leidenschaftlich machen kann. Als Mittel gegen ganz unnachgiebige Kälte. Dorlana lächelt und streckt seine Hand mit einer greifenden Geste aus. Ich brauche nur einige seltene Singvögel. Ich könnte sie essen und ihre musikalische Energie aufnehmen. Mit solch musikalischer Macht in meiner Seele könnte ich ein Lied singen, das die fröhlichen Massen wieder anlocken würde. Du willst die Singvögel essen? Ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert. Dorlana starrt dich an, völlig perplex, bevor er die Augen verdreht und beginnt dich zu belehren. Wenn man die Muskeln von Tieren isst, wird man stärker, oder nicht? Und wenn man grüne Pflanzen isst, nimmt man da nicht deren Gestank an? Selbst in dem Wasser, das man ausscheidet. Er lächelt zufrieden mit seiner Argumentation. Genau wie man nicht schwitzen kann, wenn man ausgetrocknet ist, kann ich ohne genährte Seele nicht singen. Das sind ganz einfache Grundlagen. Haben deine Eltern denn gar nichts über den Nahrungskreislauf beigebracht? Ich erspare mir deine Logik. Ich helfe dir tatsächlich, wenn dir das irgendwie hilft. Denems Augen weiten sich vor Entzücken. Wunderbar, ruft er und klatscht in die Hände. Damit mein Gesang vollkommen fehlerfrei ist, brauche ich einen Tiam, ein Vogel, der in Zwillingsulmen häufig zu finden ist, oft in hohen Baumnestern. Einige werden aber auch als Haustiere gehalten. Außerdem brauche ich einen Scherbenflügel. Scherbenflügel nisten am liebsten in Adra-Formationen, ihrer natürlichen Tarnung wegen. Ach, und vor allem, wenn ich die hohen Töne treffen will, brauche ich einen Wolkensinger. Diese kleinen Zwitscherer findet man aber nur auf den höchsten Berggipfeln. Vielen Dank, Estramor. Bring mir diese Vögel, dann singe ich wie Hylia selbst. Na, was für ein Glück. Nun, dann... Hounds. Loyal to a fault without a mind of their own. And a crack of your staff sends them whimpering. What better symbol for Galloway could there be? Okay, wir können hier offenbar reingehen. Das mache ich mal kurz. Aus der Höhle im Kopf des Biestes dringt ein feucht-kalt, schwüler Luftzug. Von den steinernen Zähnen tropft Kondenswasser. Schauen wir doch mal rein. Und was will ich eigentlich hier drin? Ich weiß gar nicht. Ich wollte einfach mal jeden Ort erkunden. Ich werde jetzt in jedes Haus reingelaufen. Selbst die große Höhle, dessen Eingang geformt ist, wäre ein Totenschädel. Aber das ist ja ganz normal. Galloways Schlund, ja. Keiler Gefährteweg sitzt immer reichlich Leute, aber niemand kann man wirklich sprechen. Die zähe Flüssigkeit sondert einen beißenden metallischen Geruch ab, so wie Blut halt ist wahrscheinlich. Arensi has no right to defend that cowering cat in the back of the maw. Then track her down and tell her yourself. Look, Estramor, this is no place for sightseeing. The beasts of Galloway's maw are dangerous. And now more than ever. If you want to see some pretty glanfathen places, go to Elm's Reach. Was ist mit den Bestien? They won't fight. Was ist daran falsch? It is not Galloway's way, and it is not the way of the Maw. Der Rachen ist seit jeher die Heimat für ein einziges Raubtier. Von Zeit zu Zeit taucht ein Herausforderer auf und die zwei tragen einen Revierkampf aus. Aber Zul bleibt in ihrer Höhle und Urnos kann sie dort nicht angreifen. Nun jagen zwei mächtige Raubtiere und ihre Verwandten dieselbe Beute. Das dünnt die Herde aus und auch die Geduld der Leute hier. Er läuft weiter auf und ab. Und dieses Warten. Es ist nicht das bewusste, wachsame Warten eines Jägers, der im Hinterhalt lauert. Es ist Stagnation, Langeweile, das Hoffen, dass endlich etwas geschieht. Er ballt die Hände zu Fäusten. Aber ich bin machtlos zu handeln. Eine Hälfte der Reichszene wird mir Vetternwirtschaft vorwerfen, wenn ich die Löwin selbst hinauszuzerren versuche. Ich bin fremd hier, ich bin unvoreingenommen, ich könnte der Sache nachgehen. Aber lass mich heute ein bisschen mehr über die zwei Raubtiere erfahren, bevor ich irgendwelche Clans jedes Mal wieder zu Verstand bringe und zusammenführe. Es gab noch nie einen listigeren Jäger als Zul, aber manche sagen, sie verliere ihren Schneid. Urnos dagegen hat Schneid bis zum Abwinken und viele von uns glauben, er sei der rechtmäßige Nachfolger. Seine Finger klopfen einen rastlosen Rhythmus auf seine Oberschenkel. Das Blut kocht. Es wird überkochen, wenn nicht bei etwas geschieht. Nun, würdest du Zul oder Urnos vorziehen? Er runzelt die Stirn. Ich sehe beide Seiten. Zuls List ist unerreicht, aber Urnos ist der mächtigere der zwei. Beides sind Wesenszüge, die Galloway schätzen. Nun, vielleicht kann ich in der Sache nachgehen, ich bin mal fremd. Und listig, wenn ich mir dich so ansehe. Er kratzt sich in der Wange. Es kann wohl nichts schaden, es dich versuchen zu lassen. Alles ist besser als dieses endlose Warten. Wenn du ein Ende dieser Angelegenheit herbeiführen kannst, enden auch die Spannungen. Wenn nicht, er grinst, werden die Bestien kurzen Prozess mit dir machen.
Er überreicht dir einen schweren Eisenschlüssel. Für gewöhnlich erlauben wir Fremden nicht, den Rachen zu betreten, aber du verstehst, dass du es auf eigene Gefahr tust. Und Suhls Löwen werden vermutlich jeden Eindringling sofort angreifen. Dennoch, vielleicht kannst du sie dazu bringen, den Bären zu bekämpfen. Tu, was du kannst, um dieses Patt zu beenden. Nun, sprechen wir über was anderes. Das hier ist offenbar Galawains Rachen. Yes, a den of beasts sacred to the Lord of the Hunt himself. Historically, the greatest predator of Air Glanfoth has claimed the back of the maw as its lair. Lately, however, there's been some dispute as to who should occupy that position. And it's leading to discord among our hunters. Ganz kurz mal, ein Grund, warum ich gerade hier so viele Aufträge annehme für diese, für die ganzen Leute in Zwillingsulm, dass ich natürlich nicht mehr daran, dass sie Erfahrung bringen, das mal abgesehen von der Spiellogik her. Aber das ergibt auch für Ruisha in gewisser Weise Sinn, weil Ruisha gefällt Zwillingsulmen wesentlich besser als Trutzbucht. In Trutzbucht, tut man unglaublich zivilisiert in der Regel und, oder auch in den ganzen, komischen Grafschaften landen und weiß ich nicht was. Und, ist dennoch relativ ablehnend gegenüber, Ausländern oder halt, nicht. Also irgendwelchen Leuten, die halt nicht irgendeinem Stamm angehören und so weiter und so fort. Also sozusagen eine zivilisierte Oberfläche, ähnlich wie wahrscheinlich bei den komischen Valianischen Republik, schätze ich mal, diese Handelsgesellschaft, die wahrscheinlich auch nur sehr ablehnend sind, unter der Oberfläche, aber natürlich offiziell, weil sie hauptsächlich ein Geld haben. Hier ist man einfach offen feindselig. Hier weiß man genau, woran man ist. Hier weiß man, okay, man mag Fremde nicht. Das sagt man oft genug. Man sagt dir ganz klar ins Gesicht, du bist hier sowieso fremd. Also wenn du das Ding lösen kannst, ohne dass du jetzt sozusagen einer Seite angehörst, dann ist es für uns ganz vorteilhaft und für dich springt wahrscheinlich irgendwie was bei raus. Aber wir ehren sozusagen Stärke im Großen und Ganzen und wir ehren ein ehrliches Ansinnen. Und das finde ich halt ruhig ja ganz angenehm gerade, dass man wirklich einfach mit offenen Karten spielt und sagt, Leute, wir kennen dich nicht, du bist ja im Prinzip auch gar nicht willkommen so richtig als Fremde. Aber wir sagen es dann direkt ins Gesicht und wenn du uns nichts tust, tun wir dir im Prinzip auch nichts. Niemals so richtig. Und das finden sie eigentlich ganz angenehm. Weswegen sie es hier etwas heimischer fühlt als in Trutzbucht. Und deswegen versucht sie durchaus auch diesen Leuten zu helfen und diese Gruppen ein bisschen zu vereinen. So, das am Rande mal. Sonst noch etwas. Die Taten sind mir lieber als Worte, aber ich beantworte deine Fragen so gut ich kann. Und das ist übrigens auch so ein Ding. Das sind alles Leute der Tat. Ruhig ist das nicht diejenige, die jetzt die ganze Zeit quatschen möchte und diplomatisch sein möchte. Nun. Im Gegenzug dazu möchte ich aber als Spieler ab und zu ein paar Dinge noch wissen, deswegen klicke ich jetzt mal an, erzähl mir etwas über dich. Ich bin der Anführer der Reichsszene. Wir sind ein Orden von Jägern und Kriegern, die sich Galawain verschrieben haben. Und wir sorgen dafür, dass die Orte der Erbauer rein bleiben. Wir sind kein Stamm, dafür versammeln uns wie einer und streiten wie einer. Unsere Mitglieder kommen aus allen Stämmen, aber die meisten von uns wurden als drei Stoßzahnstellgeier, Fischkraniche und Hüter des Steins geboren. Und wo finde ich Suhl? Im hinteren Teil des Rachens. Er deutet auf die Gänge, die sich rechts und links neben ihr erstrecken. Und du kommst auf beiden Wegen zu ihr, aber sei vorsichtig. Der Rachen ist ein gefährlicher Ort und Suhls Rudel und ihre Unterstützer sind wachsam. Und wo ist Urnos? Gute Frage. Der Bär ist gerade auf der Jagd, aber er wird bald zurückkehren. Er ist nie lange weg. Nun, neue Quest, die alte Königin und der neue König. Ich speichere übrigens mal, hab ich schon lange nicht mehr gemacht, glaube ich. Kann ich mit dem einen den mal sprechen? Come to see the great Oernos, Estremore? He's out for a hunt, but he'll be back. Unlike that lioness, he doesn't stay cooped up in here for long. Was tust du denn hier? We wait for the big confrontation, but the wait grows exhausting. While Suhl hides in the back of the maw, Oernos is denied his victory, and we're all denied the champion we deserve. Warum hat Oernos nicht einfach die Löwen bekämpfen gehen? Because she holes up at the back of the maw, surrounded by her pride and the natural hazards of this place. It's not the proper way to meet a challenger. She's got to come out and face Oernos to keep her claim. Anyway, her prime is past. Putting that old beast down would be a mercy at this point. Ich könnte mich um Suhl kümmern, werde ich später entscheiden. Ich weiß noch nicht genau, wen ich mich gerade anschließen werde. Löwengefährte. Zweite Lager. Da gibt es offenbar keinen Fürsprecher. Was ist hier für ein Hebel? Ah. Die Überreste einer zerstörten Brücke vor langer Zeit eingestürzt führen eine tiefe Schlucht. Die andere Seite der Brücke durchbricht den Nebel am anderen Ende der Schlucht. Sie hängt abenteuerlich über den steilen Abgrund. Ich untersuche mal die Gegend. Die zerbrochenen Steine der Brücke durch viele Jahrhunderte verwittert und bewachsen sind an der Kante und den Seiten der Schlucht verteilt. Ein dünner Nebel steigt von unten auf. Die Steine sind mit einem glitschigen grünen Moos bedeckt, sodass sie keinen sicheren Halt bieten.
Die Holzbalken, die zwischen den Steinen auf beiden Seiten der Brücke stecken, scheinen jedoch stabil genug zu sein, um dein Gewicht zu tragen. Die Überreste einer zerstörten Brücke, das habe ich schon, okay. Ich könnte das Seil mit einem... Ich mache erstmal das Teil, der die Schlucht, genau. Du ziehst auf den Holzbalken auf der gegenüberliegenden Seite der Brücke und wirfst deinen Enterhaken dann über die Schlucht. Er schlägt mit einem dumpfen Knall gegen die Brücke. Der Haken verkeilt sich fest und bohrt sich in das Holz, als du ziehst. Das Seil strafft sich, gespannt und sicher. Das lose Seilende findest du auf dem Holzbalken neben dir. Die Überreste einer zerstörten... Ja, schon. Ich könnte die Schlucht überqueren und dann wahrscheinlich funky Stuff machen. Achso, das muss ich allgemein. Weil ich hier nicht reinkomme oder was? Ach nee, hier ist wahrscheinlich die Löwen-Fürsprecherin. Hallo? Still looking around? Ach, das bist du ja gewesen. Entschuldigung. Was haben wir hier? Wir haben ein tolles Buch. Buch der Jagd. Auf der glanfantanischen Uferseite des Bael stecken einige Knochennadel in der Tierhautkarte. Und hier kann ich was klauen wahrscheinlich. Freischalten mit Schlüssel zu Galaweins Stund. Den habe ich bereits. Schauen wir doch mal rein. Aber ich sehe gerade, vielleicht sollten wir vorher mal speichern. Und ja, einen kleinen Schnitt machen. Ich werde ganz kurz mal speichern, wenn ich schon gerade hier diesen Ding bin. Dann werde ich diesen unglaublichen Ereignis mal beiwohnen können. Wunderbar. Bis gleich.